Lieblingsgegner Mattersburg hin oder her. Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht und wir müssen das in 3 Tagen wieder auf diese Art und Weise angehen. Konzentriert in das Spiel gehen, sehr fokussiert, konsequent als Team verteidigen. Ich habe gespürt, dass das Team sehr gut zusammen funktioniert hat. Unsere Leader wirklich eine sehr präsente Rolle übernommen haben. Und ja, und auf der anderen Seite haben wir auch einen ruhigeren, kontrollierteren Ballbesitz. Und das hoffe ich, dass das Spiel auch den Jungs im Kopf gut tut, weil man einfach dieses Selbstvertrauen auch braucht. Ich habe auch gesehen, dass sie richtig auch mehr Freude, nicht so einen Zwang, vor allem im Spiel mit dem Ball gehabt haben. Und diese Dinge muss man einfach jetzt in das nächste Spiel übernehmen und gewisse Dinge dann noch verbessern. Und dann haben wir halt wieder einen Gegner, der wieder ein paar Dinge anders macht. Und auf das gilt es sich einfach top einzustellen. Mit Alltag sollte man den Platz oben festigen. Ich glaube, wird Alltag sicher ein heißer Anwärter sein für 7 oder 8. Je nachdem, wo wir dann sind, aber ich reihe uns ganz klar auf Platz 7 ein am Ende der Quali-Gruppe. Und ja, dann wird es Alltag oder ja, Buttons würde man gerne jetzt am Dienstag und am Samstag dann schon ein bisschen nach unten schieben wieder. Dann wird es da schon ein bisschen konkreter werden. Buttons haben wir uns nicht wirklich mit Ruhm bekleckert in der Saison, aber jetzt haben wir es gleich zweimal hintereinander und jetzt können wir einiges gut machen. Ja, also von Lieblingsgegner und schlechte Gegner, also eigentlich als Spieler kannst du nicht so viel über das denken. Also es ist wieder noch ein Spiel und wie du sagst, diese 2 Spiele gegen Wattens sind ganz wichtig für uns. Also mit einem Sieg am Dienstag können wir dann ein bisschen also Punkteunterschied zwischen uns und Dritte sein und das würde wichtig von uns. Also wir sollten von heute die guten Dinge, die wir gemacht haben, mitnehmen und auch vielleicht ein paar Dinge noch besser machen, dass wir wieder eine Leistung am Platz bringen. Das reicht für 3 Punkte.